Hallo und herzlich willkommen zur Alpari Devisenbörse. Wir werfen nun wieder einen fundamentalen und auch technischen Blick auf die jüngsten Entwicklungen der internationalen Devisenmärkte. Und unser Experte hierzu, das ist Jörg Roman, Chefanalyst bei Alpari. Ja, Herr Roman, die jüngsten BIP-Zahlen der Eurozone haben den Euro zunächst belastet. Was sagt das denn alles eigentlich über die Politik der EZB aus? Ja, zunächst einmal, das BIP-Wachstum ist zurückgegangen um 0,2% im ersten Quartal in der Eurozone. Das ist richtig. In Deutschland gab es ein mageres Plus von 0,1%. Nach den schlechten Wirtschaftsdaten in den ersten 3 Monaten, muss man sagen, war das keine Überraschung. Alles andere wäre ja eine Überraschung gewesen. Der Euro ist daraufhin nochmal stark abgesackt unter die Marke von 1,30. Das hat damit zu tun, dass die EZB jetzt natürlich Spielraum hat, weitere Stimulierungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Und davon gehen sehr viele Marktteilnehmer aus. Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass wir zumindest noch mal eine Absenkung im Leitzins sehen werden auf 0,25%. Das wäre das Minimum, was die EZB hier machen kann. Mario Draghi hat zwar auf der letzten Sitzung noch 2 andere Elemente mit auf den Weg gebracht. Das eine wäre natürlich diesen negativen Zins auf die Überschussreserven der Geschäftsbanken bei der EZB zu belegen. Auf der anderen Seite wäre dann noch den Ankauf von besicherten Wertpapieren von Unternehmen aus den Krisenländern. Gerade der zweite Punkt wäre ja nichts anderes als ein QE-Programm, wie wir das schon aus den USA oder aus Großbritannien kennen. Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland ja niemandem zu verkaufen. Das heißt, das würde also erst zum Tragen kommen, meines Erachtens, wenn wir wirklich keine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte sehen werden in der Eurozone, wie das ja von vielen angenommen wird. Dann könnte man wirklich dazu übergehen, so ein QE-Programm aufzusetzen, weil dann wäre auch Deutschland definitiv sehr stark in der Rezession dann verfangen. Aber bis dahin sehe ich das nicht. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eine wirtschaftliche Erholung sehen werden. Jetzt wird ja der wirtschaftliche Unterschied zu den USA zumindest gefühlt immer signifikanter. Was bedeutet das denn langfristig für den Euro? Ja, das ist richtig. Also wir haben zumindest, was den zyklischen Aspekt angeht, sind die USA weiter vorangeschritten als Europa. Da, wie eben auch schon beschrieben, sind wir eher in der Bodenbildungsphase. Das heißt, der Euro ist dementsprechend immer noch ein Verkauf, weil viele Marktteilnehmer davon ausgehen, es kommen jetzt nochmal neue Stimulierungsmaßnahmen, sprich Euro-Liquidität wird dem Markt hinzugefügt. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 2 Wochen eine Ausstiegsdiskussion in den USA, die verstärkter geführt wird. Das heißt, wir hatten jetzt einige Reden gehabt von Fed-Gouverneuren, die sich ganz klar für eine Rückführung dieses QE3-Programms ausgesprochen haben, wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres. Gleichzeitig gab es ja noch diesen sehr wohlplatzierten Artikel im Wall Street Online, der ja auch darauf hingewiesen hat. Das heißt also, die Fed beginnt also die ersten Testballons zu starten, um mal nachzuschauen, wie eigentlich oder zu beobachten, wie denn überhaupt die Marktreaktion ist, insbesondere an den Aktienmärkten. Da hatten wir die Erfahrung gemacht in 2010 und 2011, dass jedes Mal, wenn diese QE-Programme zurückgefahren wurden, dass die Märkte sehr stark in den Sell-Off-Modus gegangen sind. Das heißt, das will man so ein bisschen eruieren, wohin das führt. Die Marktteilnehmer gehen weiterhin davon aus, dass dieser Ausstieg erfolgt gegen Ende des Jahres. Und dementsprechend hat der Dollar da einen strategischen Vorteil gegenüber dem Euro. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass die jüngsten US-Wirtschaftsdaten, insbesondere gestern, äußerst enttäuscht haben an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass wir beim nächsten Fed-Treffen, das ist am 19.06., noch keine offizielle Ankündigung dieses Ausstiegs sehen werden. Ich gehe eher davon aus, dass das im Spätherbst, höchstwahrscheinlich im September der Fall sein wird, sollte sich der Jobmarkt weiter robust entwickeln wie bisher. Gute BIP-Zahlen, die gab es ja hingegen in Japan. Was macht denn der Yen da draus? Ja, Japan hat alle überrascht. Wir sind also mit einem Wachstum im ersten Quartal von 0,9% herausgekommen. Das heißt, Abenomics, die wirken. Also auf einmal auf der Exportseite, auf der anderen Seite auch bei den Konsumausgaben. Die Japaner haben mehr ausgegeben. Das ist sehr, sehr wichtig für die Volkswirtschaft an dieser Stelle. Der Yen kann selbst davon eigentlich nicht profitieren. Warum? Wir müssen hier nochmal auf die Zentralbankpolitik eingehen. Die Bank of Japan unter Kuroda ist jetzt erst dabei, ihren Zyklus, ihren Liquiditätszyklus auszuweiten. Das heißt, man ist hier ganz am Anfang dieses Liquiditätszyklus, während man in den USA eigentlich dazu übergegangen ist, jetzt schon diese Ausstiegsdiskussion zu führen. Das heißt, man ist am anderen Ende des Spektrums. Und das bedeutet, strategisch ist der Dollar weiterhin Einkauf und der Yen weiterhin ein Verkauf. Dann bleiben wir auch noch ein bisschen beim Dollar und schauen ihn uns jetzt mal charttechnisch an. Sie haben uns heute den US-Dollar-Index mitgebracht. Wir haben vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was es mit diesem Index auf sich hat. Ja, also der US-Dollar-Index ist nichts anderes als ein Währungskorb von 6 Währungen, die gegenüber dem US-Dollar handeln. Das Schwergewicht ist dabei der Euro, der nimmt 57,6% dieses Indexes ein. Also darauf sollte man im Prinzip achten. Er hat also, wenn man diesen Index analysiert, doch auch eine gewisse Aussagekraft gegenüber dem Euro an dieser Stelle. Wir können also im Chart erkennen, das ist also ein großes Bild hier, das ist der Wochenchart, dass wir im Jahr 2011, im Sommer 2011, dann Boden ausgebildet haben. Seitdem sind wir eigentlich in einem Aufwärtstrend. Und im Rahmen des letzten Jahres haben wir eine große
große Seitwärtsphase ausgebildet. Die ist hier markiert durch die beiden roten Linien. Auf der Unterseite spielt hier die Marke von 78,7 eine wichtige Rolle und auf der Oberseite die Marke von 84 Punkten. Wir haben seit Februar sind wir wieder im Aufwärtstrend, im kurzfristigen Aufwärtstrend. Wir haben dann in den letzten paar Wochen eine bullische Flagge ausgebildet, hier markiert durch die grünen Linien. Und die wurde regelkonform nach oben hin aufgelöst. Daraus können wir ein Kursziel ableiten bis in den Bereich von 87,70. Das ist die blaue Linie, die hier oben eingezeichnet ist. Und wir sind jetzt also aktuell an dieser 84er Marke. Meines Erachtens ist das eine sehr, sehr wichtige Marke. Es ist eine Triggermarke, weil sollte die nach oben hin aufgelöst werden, dann hätten wir nochmal ein zweites prozyklisches Kaufsignal an dieser Stelle ausgelöst. Das hätte dann auch ein Kursziel bis in den Bereich von 88,20. Das heißt, es wäre dann sozusagen das Hoch, das wir im Sommer 2010 gesehen haben. Und das hätte gravierende negative Folgen für das Schwergewicht Euro an dieser Stelle, sollte es dazu kommen. Ja, Sie haben schon gesagt, der Euro ist sehr prominent in diesem US-Dollar-Index. Was bedeutet das jetzt konkret für das Währungspaar Euro-Dollar? Nur die beiden. Ja, jetzt haben wir also hier auch nochmal den Wochenchart, also das große Bild. Wir haben ja im Juli 2012 diesen markanten Tiefpunkt ausgebildet. Seitdem waren wir auch im Aufwärtstrend, haben bei 1,37 im Februar das Jahreshoch ausgebildet und seitdem bewegen wir uns eigentlich nach unten. Was wir jetzt eigentlich erkennen können, ist im großen Bild, dass wir sowas wie eine potenzielle Schulterkopf-Schulter-Formation ausformen könnten. Ja, das heißt, die Nackenlinie ist hier rot eingezeichnet und sollte es tatsächlich zu einem Schlusskurs kommen unter das Jahrestief bei 1,2747, dann wäre das für mich ein definitives mittelfristiges Trendwendesignal, also ein Verkaufssignal. Und das Abschlagspotenzial, das würde sich im Bereich von 1,18 ansiedeln. Das heißt, das wäre das Tief also im Sommer 2010. Das sollte man an dieser Stelle dann doch beachten. Wir hätten dann zwar noch Haltezonen bei 1,24 und 1,2230. Aber da wir uns im Dunstkreis dieser beiden wichtigen Marken, also 84 Punkte im US-Dollar-Index und 1,2747 beim Euro-US-Dollar bewegen, sollte man das sehr gut beobachten, weil sollte es zum jeweiligen Über- oder Unterschreiten kommen, dann hätte das höchstwahrscheinlich einen weiteren Trendimpuls, würde sich das nach sich ziehen, mit sehr, sehr starken Auswirkungen, negativen in diesem Sinne für den Euro. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Jörg Roman, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Alpari Devisenbörse. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auch nächsten Freitag um 3:45 wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.